Hallihallo und willkommen beim ersten Basic-Video zum Thema Bruchtherme. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Petra und wir werden uns in diesem Video ansehen, was es mit dem Begriff der Definitionsmenge eines Bruchtherms auf sich hat. Im Intro-Video haben wir uns ja schon angesehen, was ein Bruchtherm überhaupt ist. Eigentlich steckt das ja schon im Namen drin. Ein Bruchtherm hat etwas mit Termen zu tun, also mit mathematischen Ausdrücken, die Variablen enthalten. Und bei einem Bruchterm sind diese Terme in Brüche verpackt. Dabei steht zumindest eine der Variablen auch im Nenner des Bruchs. In einem Term kommen also Variablen vor. Diese Variablen sind Platzhalter, für die du verschiedene Zahlen einsetzen kannst. Welche Zahlen sind denn das jetzt, die du in einen Term wie diesen, also a minus 2, anstelle der Variablen a einsetzen kannst? Oft steht beim Term dabei, was die sogenannte Grundmenge ist, aus der man die Zahlen für die Variablen nehmen soll. Es könnte also beispielsweise dabei stehen, dass die Grundmenge für die Variable a in diesem Term die natürlichen Zahlen sind. Und dann darfst du in diesem Term für die Variable a auch wirklich jede beliebige natürliche Zahl einsetzen. Wie sieht das aber jetzt mit Bruchtermen aus? Wenn hier dabei steht, dass die Grundmenge die Menge der reellen Zahlen sein soll, darf man dann wirklich jede beliebige reelle Zahl für die Variable a einsetzen? Drück kurz auf Pause und denk mal nach. Vielleicht fällt dir ja eine Zahl ein, die man anstelle von a nicht einsetzen darf. Und hast du eine Zahl gefunden, die du für die Variable a nicht einsetzen darfst? Du erinnerst dich doch bestimmt noch, dass man einen Bruch auch als Division interpretieren kann. Das bedeutet also, dass unser Bruchterm 5 gebrochen durch a eigentlich eine Division darstellt, nämlich 5 dividiert durch a. Und von Divisionen weißt du bestimmt, dass es nicht erlaubt ist, durch die Zahl 0 zu dividieren. Für unseren Bruchterm bedeutet das also, dass a nicht 0 sein darf, da wir ja ansonsten durch 0 dividieren würden. Wir dürfen in unserem Fall nicht alle Zahlen der Grundmenge, also nicht alle reellen Zahlen, für die Variable a einsetzen. Und jene Zahlen, die übrig bleiben, die wir dann wirklich einsetzen dürfen, ohne dass der Nenner unseres Bruchterms 0 ist, nennt man die Definitionsmenge. Und die schreibt man so auf. Die Definitionsmenge d besteht aus der Menge der reellen Zahlen ohne die Zahl 0. Dabei steht der Schrägstrich für das Wort ohne. Manchmal siehst du vielleicht aber auch eine kürzere Schreibweise, in der man mit Hilfe eines Ungleichheitszeichens angibt, was die Variable a nicht sein darf. In unserem Fall also, a ist ungleich 0. Probier das gleich mal an der nächsten Aufgabe aus. Hier sollst du die Definitionsmenge des folgenden Terms bestimmen. 5 gebrochen durch x minus 2. Die Grundmenge ist wieder die Menge der reellen Zahlen. Erinnere dich daran, was wir vorhin über die Definitionsmenge gesagt haben. Und versuch herauszufinden, wie die Definitionsmenge in diesem Fall aussehen könnte. Drück auf Pause, hol dir ein Blatt Papier und einen Stift und notiere deine Lösung. Du hast es auch so? Super! Schauen wir uns das jetzt trotzdem nochmal ganz systematisch an. Die Definitionsmenge ist ja die Menge jener Zahlen der Grundmenge, bei der der Nenner nicht 0 wird. Wir müssen uns also die Frage stellen, bei Verwendung von welchem x wird denn in diesem Term der Nenner 0? Und um das herauszufinden, stellen wir eine Gleichung auf, bei der wir den Nenner unseres Bruchterms gleich 0 setzen. Anschließend müssen wir uns aus dieser Gleichung durch entsprechende Umformungen nur mehr das x ausdrücken und erhalten damit dann jene Zahl, die man für x nicht einsetzen darf.
Wir rechnen also auf beiden Seiten der Gleichung plus 2 und erhalten damit x ist gleich 2. Kontrollieren wir das jetzt nochmal. Wenn wir jetzt in unseren Bruchterm anstatt der Variablen x die Zahl 2 einsetzen, dann steht im Nenner 2 minus 2 und das ergibt 0, was aber nicht sein darf, weil man ja durch 0 nicht dividieren darf. Daher können wir unsere Definitionsmenge folgendermaßen aufschreiben. Die Definitionsmenge ist die Menge der reellen Zahlen ohne die Zahl 2 oder auch x ist ungleich 2. Probieren wir das gleich noch einmal. Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Du bestimmst hier die Definitionsmenge des folgenden Terms. 1 gebrochen durch s mal, Klammer auf, 3 plus s, Klammer zu. Die Grundmenge dieses Terms sind die reellen Zahlen. Drück jetzt auf Pause und löse die Aufgabe selbst. Hast du die Definitionsmenge gefunden? Wenn ja, dann vergleich sie mit meiner Lösung, die du hier gleich sehen wirst. Und wenn nicht, ist das nicht schlimm. Wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. Bei diesem Beispiel ist nämlich ein kleiner Trick sehr hilfreich. Wir stellen uns also auch hier wieder die Frage, bei Verwendung von welchem S wird der Nenner dieses Bruchterms 0? Und wie können wir das berechnen? Naja, wir setzen den Term, der im Nenner steht, gleich 0 und erhalten damit eine Gleichung, die wir lösen müssen. Diese Gleichung ist aber schon ein bisschen komplizierter als die vorherige. Du siehst hier ein Produkt aus S und der Klammer 3 plus S. Vielleicht hast du dir jetzt gedacht, dieses Produkt kann ich doch einfach ausmultiplizieren. Dann bist du wahrscheinlich auf die Gleichung gekommen, 3s plus s² ist gleich 0. Vielleicht bist du an dieser Stelle dann nicht weitergekommen, weil du in der Schule noch gar nicht gelernt hast, wie man eine solche quadratische Gleichung löst. Das macht aber nichts, denn es gibt hier wie gesagt einen Trick. Dazu solltest du aber die Klammer besser gar nicht ausmultiplizieren. Denn dieser Trick funktioniert immer dann, wenn du auf einer Seite der Gleichung ein Produkt aus zwei Termen hast, das auf der anderen Seite der Gleichung gleich 0 sein soll. Und dieser Trick beruht in Wirklichkeit auf einem mathematischen Satz. Er heißt Produkt-Null-Satz. Und wie funktioniert das jetzt? Naja, überleg mal. Du multiplizierst zwei Zahlen und das Produkt soll 0 sein. Ja, wie geht denn das? Mit welchen Zahlen kann das funktionieren? Wenn du willst, drück kurz auf Pause und probier ein bisschen rum. Welche Kombinationen an Zahlen kannst du finden, für die das Produkt 0 ergibt? Wenn du ein bisschen rumprobiert hast, bist du vielleicht draufgekommen, dass das nur dann funktionieren kann, wenn einer der beiden Faktoren des Produkts 0 ist. Nur dann kann als Ergebnis des Produkts auch 0 herauskommen. Und genau diesen Produkt-Null-Satz verwenden wir hier. Dieses Produkt kann also nur 0 werden, wenn entweder der erste Faktor, also s, gleich 0 ist, oder der zweite Faktor, also 3 plus s, gleich 0 ist. Diese zweite Gleichung, die wir gerade aufgestellt haben, müssen wir noch ein bisschen umformen, indem wir auf beiden Seiten die Zahl 3 subtrahieren, sodass wir s ist gleich minus 3 als Ergebnis erhalten. Betrachten wir also die ganze ursprüngliche Gleichung, dann haben wir für s zwei Lösungen erhalten, nämlich s ist gleich 0 und s ist gleich minus 3. Diese beiden Zahlen dürfen also für s nicht eingesetzt werden, da ansonsten der Nenner des Bruchterms 0 wird. Wir können also unsere Definitionsmenge in diesem Fall schreiben als d ist gleich die Menge der reellen Zahlen ohne die Zahlen minus 3 und 0. Fassen wir kurz zusammen, was du in diesem Video gelernt hast. Du hast erfahren, was die Definitionsmenge eines Bruchterms ist. Und zwar beschreibt die Definitionsmenge die Menge aller Zahlen, die man für die Variable einsetzen darf, ohne dass der Nenner des Bruchterms 0 wird.
Und du hast auch gelernt, wie man eine solche Definitionsmenge bestimmen kann, wie man also berechnet, welche Zahlen man für die Variable einsetzen darf und welche nicht. Die Schritte für diese Berechnung waren die folgenden. Die Frage ist ja, für welche Werte der Variablen der Nenner 0 wird. Daher stellst du als erstes eine Gleichung auf, bei der du den Nenner des Bruchterms 0 setzt. Anschließend löst du diese Gleichung und die Lösungen sind dann auch genau jene Zahlen, die die Variable eben nicht annehmen darf, weil sonst der Nenner 0 werden würde. Zum Schluss kannst du die Definitionsmenge in einer mathematisch eleganten Form, in einer Mengenschreibweise, anschreiben. Ich würde mich freuen, wenn du auch im nächsten Basic-Video wieder vorbeischaust. Da werden wir uns dann ansehen, wie man Bruchterme multipliziert, dividiert und auch kürzt. Es bleibt also spannend!